Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von uns. Heute machen wir mal wieder einen ganz stinknormalen Stallalltag. Das haben wir ja irgendwie auch Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Ich weiß gefühlt gar nicht, was du normalerweise im Stall machst, weil ich immer nur dabei bin, wenn du irgendwelche Challenges machst. Aber ich werde heute trotzdem mit Heizring reiten. Wie? Naja, ich bin trotzdem gespannt, was du sonst so im Stall machst, wenn wir mal nicht Challenges machen. Ja, wie sieht überhaupt ein normaler Stallalltag aus? Als wenn du das nicht wüsstest. Ich bin nie im Stall, wenn ich keine Videos drehe. Wir sind jetzt in die Halle gegangen, weil ich mir ein paar Stangen hinlegen wollte. Einfach irgendwo querbeet verteilt. Denn ich möchte irgendwann mal mit Halsring einen Parcours springen. Und dafür muss ich dann auch erstmal ein bisschen üben. Und deshalb lege ich mir erstmal Stangen hin. Und dann versuche ich den Parcours am Ende so anzureiten. Bist du nicht schon mal mit Halsring gesprungen? Ja. Ja, gesprungen. Schon ganz oft. Aber noch nicht einen ganzen Parcours. Ah, okay. Und machen wir nachher auch noch was mit Valentino? Ja. Gott sei Dank. Welche Farbe soll ich nehmen? Deine Lieblingsfarbe Pink? Haben die hier nicht. Oh Mann, du musst mal welche kaufen. Was ist das hier für ein Saftladen? Nein. Wieso nimmst du jetzt eine graue? Das macht keinen Sinn. Das sind unterschiedliche Sprünge, die Stangen auf dem Boden. Ah, okay. Machst du auch noch höhere Sprünge, wie ein Cavaletti oder so? Nein. Wieso nicht? Ich fahre ja morgen zum Springtraining, deshalb wollte ich heute nur Stangen machen. Dann kann ich sozusagen mit Halsring die Anreitwege üben. Ah, okay. Nummer 3. Den Parcours habe ich jetzt aufgebaut. Das war's? Es sieht sehr niedrig aus. Das sind 5 Stangen und es sieht sehr niedrig aber aus. Aber ganz ehrlich, mit Stangen kann man auch Spaß haben. Okay, das ist komisch. Brauchen wir jetzt nur noch Gollum. Dann machen wir den jetzt mal fertig, ganz schnell. Und dann geht's los. Und danach kann ich ja das mit Valentino als Handpferd machen. Du kannst dann noch Gollum reiten und mit ihm jetzt springen. Nein. Das wäre doch eine gute Idee. Und das ist jetzt dein Tagesablauf hier im Stall. Also du legst erstmal Stangen hin und jetzt holst du Gollum und das war's. Nein, jedes Mal verschieden. Ich mache ja manchmal auch Dressur. Aber ich meine, musst du keine anderen Aufgaben erledigen? Du bist immer Ewigkeiten im Stall. Doch, aber die machen wir ganz am Ende. Die Arbeit kommt zum Schluss, ist Ach mein so. Motto. Stimmt, erst das Vergnügen, dann die Arbeit, ne? Ja, genau. Ich habe ihn hier jetzt beim Putzplatz angebunden und dann fangen wir jetzt mal an zu putzen. Wir? Du fängst an zu putzen. Also ich fange an Ja, dann leg los, hör auf zu sabbeln. Okay, dann erzähl mal, womit putzt du denn immer? Ich putze immer als allererstes mit dieser wunderschönen Bürste. Die total dreckig ist. Zum Glück ist er nicht so dreckig, weil er eine Decke drauf hat. Ist irgendwie echt mal entspannt, einfach mal wieder so einen Stall-FMA zu drehen und euch einfach mal so zu zeigen, was ich normalerweise im Stall mache. Also ich mache auch nicht jeden Tag Challenges. Könnte man denken. Könnte man wirklich denken. Aber du reitest jeden Tag mit dem Halsring. Nein. Doch. Nein. Nur heute. Nur heute. Wie in jedem anderen Video auch. Nur heute. Das kann echt nicht sein Ernst sein. Er liebt es. Ach, lieben Gott, wir. Das ist echt komisch. Ella, was machst du da? Er ist da halt null dreckig, sie putzt da so Doch, rum. Doch, er ist hier dreckig Nein, an seiner Brust. Oh mein Brust. Gott, Ella, an seiner Brust? Doch, ja. Ist das die Brust? Ja. Was glaubst du, ist es sonst? Oh Mann, jetzt wirst du endlich mal fertig, Ella. Endlich bist du fertig mit Putzen, das hat ja eine halbe Ewigkeit gedauert. Also da verliert Ella immer die Zeit beim Putzen. Ja, es muss ja auch gründlich sein. Und ich meine, die Pferde können sich nicht selber putzen. Und dann würdest du doch auch gerne geputzt werden wollen. Ja, deine Zähne putzt aber auch nur eine Minute zu Hause. Nein. So ein schwarzes Lächeln. Jetzt hast du gelbe Zähne. Nein. Jetzt werde ich diese wunderschönen Bandagen dran machen. Die habe ich geschenkt bekommen und ich finde die einfach so mega schön. Von einem Zuschauer sogar. Die habe ich vorgestern geschenkt bekommen. Die passen ja sogar zu deinem Pulli. Ja, naja, so in etwa. Aber ich glaube, vom Weiten sieht man das Ganze nicht so. Soll ich wieder bandagieren? Ich kann das doch so gut. Nee. Also unter das YouTube-Video haben ganz viele geschrieben, dass ich sehr gut bandagiert habe. Das stimmt, aber lass es mal lieber den Profi übernehmen. Okay, jetzt große Töne spucken. Wir gucken uns das gleich mal ganz genau an. Gleich haten die mich alle in den Kommentaren. Nee, ich muss sagen, ich konnte nie richtig gut bandagieren. Ja, jetzt auf einmal zurückrudern, ne? Jetzt hast du Angst, dass du gleich Ärger bekommst. Nein. Wenn das nicht perfekt aussieht. Wir können ja auch machen, eine Seite mache ich und eine Seite machst du. Können wir machen. Und die Zuschauer entscheiden dann, welche Seite besser aussieht. Okay, machen wir. Okay. Top, die Wette gilt. Okay, dann mal los. Du darfst aber nur einmal machen. Du darfst nicht dann nochmal abmachen und sagen so, nee, das sieht jetzt doof aus, muss ich nochmal machen. Okay. Oh. Deine Hände zittern schon, man sieht das schon, wie nervös du bist. Aha. Und das ist das Endergebnis, Leute. Wow. Schaut es euch an, es sieht in Ordnung aus, aber ich würde mal behaupten, ich kann es besser. Ach, da möchte ich sehen, wie du das besser ja? hinkriegst. Ja, normal, ja klar. Die Leute können entscheiden, wer es nachher besser gemacht hat. Okay, dann wickel mal deine Bandage auf. Oh Mann, Leute, ich merke gerade, von dieser Seite sieht die irgendwie richtig fail aus. Dann zeig mal, was du so toll kannst. Ach ja. Ey. Lass das. Irgendwie hält er auch immer nicht so still bei dir. Ich weiß ja nicht, woran es liegen könnte, Gollum. Irgendwie läuft es heute nicht so gut. Das hast du letztes Mal auch gesagt.
Und dann warst du überrascht. So. Welche sieht jetzt besser aus? Also ich würde schon sagen, dass meine wesentlich ordentlicher aussieht. Nee, meine sieht viel besser aus. Ich mag das immer total gerne, wenn da so die Bandagierunterlage, weil man die noch sieht. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr besser bandagiert findet. Bei mir ist hinten auch ein Knick in der Optik, wie man hier sieht. Naja. Ja. Oh Mann, sie macht einfach alles nochmal ganz ab. Wie fies. Na, bist du müde? Okay, letzter Versuch. Also jetzt verstehe ich wirklich langsam, wieso Hella immer so viel Zeit im Stall braucht. Also keiner, wirklich keiner macht das so genau. Doch. Das ist 5 cm nur und hier ist gar nichts. Und dann einfach nochmal machen. Machst du mich gerade mit einer quietschigen Stimme, ne? Vielleicht. So brauchst du immer so lange. Das ist Zeitverschwendung. Das ist keine Zeitverschwendung. Natürlich. Gollum muss ja auch sich wohlfühlen. Er fühlt sich doch nicht wohl mit lilanen Bandagen. Und ihn stört es doch nicht, ob der jetzt ein Knick in der Optik ist oder nicht. Oder Gollum, stört dich irgendwas? Guck, ihm ist alles egal gerade, glaube ich. Wenigstens bist du jetzt mal fertig. Ist das jetzt perfekt? Jetzt ist es perfekt, Hella. Jetzt alles, das sieht super aus. Okay, perfekt, perfekt. Es ist gut, es ist gut. Komm hoch. Irgendwie. Nein. Komm jetzt hier, komm. Komm her, Hella. Oh Mann. Ist das eigentlich dein Pulli? Ich habe den noch nie bei dir gesehen. Nein, das ist der von meiner Freundin. Du leihst dir halt auch alles aus. Hast du irgendwas Eigenes? Ja, der Helm gehört mir. Der Helm gehört dir? Ja. Okay. Und die Stiefel gehören auch mir. Die Stiefel gehören auch dir. Wer kann sich noch daran erinnern, als früher immer in den Stiefeln von Hella die Pfandflaschen drin waren? Ich hatte echt immer die Pfandflaschen, aber ja. Die waren auch gut. Die waren wirklich gut. Ja, und günstig. 8 Cent. Ja. Ich glaube, die waren jetzt sogar bei Löster oder bei. Die sind einfach immer in allen Stiefeln drin. Bei das meinen macht Stiefeln ja auch waren die nicht dabei, doch, oder? Echt? Doch. Oh. Das macht ja auch echt Sinn, aber wenn die bei euren Stiefeln zum Beispiel nicht dabei ist, dann macht er einfach Flaschen rein, das interessiert doch keinen. Ich denke mir so, ich würde ja nicht extra Geld ausgeben, damit ich einen Schuhaufsteller dann habe. Obwohl du sogar welche hast, die liegen immer auf dem Dachboden. Ja, war eigentlich unnötig. Du brauchst so lange, das ist wirklich unglaublich. Hey, ich zieh mir doch nur Stiefel an. Seid froh, dass das Video geschnitten ist, weil sonst müsstet ihr 4 Stunden Videomaterial hier gucken, ey. Oh yes! Das passt nämlich richtig gut, oder? Oha. Lila zu lila. Aber es sind alles verschiedene Lila-Töne, also daran müssen wir nochmal arbeiten. So ein bisschen ja schon, aber ich finde, die passen ja eigentlich, oder? Naja, nicht ganz. Das hier ist so blass und das hier ist so... Egal, und das hier ist so leuchtend. Von Weitem sieht man das nicht. Isst du gerade die Möhre von deinem Pferd? Ja. Oh mein Gott. Guck mal, da steht eine Kuh. Kann man dich auch melken? Nee. Wo ist der Euter? Ist nicht vorhanden. Jetzt geht's los. Schalalalala. Endlich? Jetzt geht's los. Tom macht erstmal einen Freudentanz. Ja. Steigen Sie auf Ihren Thron, Majestät. 1, 2, 3. Wow. Okay, geschafft. Als wenn das so schwer wäre. Das habe ich ja sogar geschafft. Kannst du das Halfter noch abnehmen? Freiheit. Lauf, Kind. Jetzt kommt die Kuh auch noch mit dem Halsring, oder was? Oh, fangen sie auf! Oh nein, eine Kuh! Oh mein Gott! Hallo, Tamino! Oh. Benutzen sie jetzt einfach die Stangen von Hella mit, oder was? Ja, hab ich vor. Ah, okay. Die wollen sich melken gegenseitig, glaube ich. Das hört sich echt. Ich glaube, Gollum hat Durst auf Milch. Ist das eine Kakaokuh oder eine Milchkuh? Bin mir da im Moment nicht so sicher. Es wäre Kakao. Ja, durch Kakao. Das Braun, das ist ja braun, oder? Oh mein Gott. Also im Winter eher Kakao und im Sommer Milch. Klar, okay. Oh mein Gott. Er hat die Stelle gefunden, wo. Oh, was? Der beißt da richtig rein. Clara und ich haben mal versucht, nebeneinander zu reiten. Und das hat so gut funktioniert, dass wir dann auch direkt gemeinsam über die Stangen zusammengetrabt sind. Ich war richtig begeistert, dass wir das so gut hinbekommen haben. Dann haben wir noch versucht, hintereinander zu galoppieren. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, Gollum ist irgendwie so wild geworden, dass ich dann doch lieber abgewendet bin. Und dann haben wir auch schon angefangen mit den Sprüngen oder eher gesagt mit den Stangen auf dem Boden. Und das hat er richtig gut gemacht. Hier zum Deutschlandsprung bin ich irgendwie immer ein bisschen dicht hingekommen. Deshalb habe ich Tom dann auch gefragt im Laufe der Zeit irgendwann, ob er die Stange nicht doch woanders hinlegen könnte. So einzeln hat das dann immer gut funktioniert. Aber in dieser Reihe sozusagen mit den anderen beiden Sprüngen, ja, war das irgendwie immer so ein bisschen holprig. Also hat Tom die Stange für mich dann woanders hingelegt. Hier aus der Wendung über den blauen sind wir immer total passend gekommen und dann haben wir zum Beispiel die zwei anderen Stangen dann auch immer mitgenommen. Hier war er zum Beispiel dann im Außengalopp.
und hat dann selbstständig gewechselt. Da war ich richtig glücklich drüber, dass er das jetzt einfach schon so gut angenommen hat. Das kennt er natürlich dann aus dem normalen Springen und dass er das dann auch mit Halsring einfach so gut macht. Das ist leider auch ein paar Mal passiert, dass er dann über der Stange durchpariert ist im Trab. Das lag dann einfach daran, dass ich da unpassend irgendwie hingeritten bin und ich meine, es ist ja auch nur eine Stange am Boden und dann ist er dann einfach durchpariert. Das war dann auch überhaupt nicht schlimm und dann konnten wir dann einfach weiter galoppieren und irgendwie versuchen, den Fluss einigermaßen zu behalten. Dann haben wir auch das gemacht, dass wir dann zum Beispiel erst über den Blauen gekommen sind und dann auf der gebogenen Linie, was gar nicht mal so einfach ist, auf den Gelben, hier ist er wieder durchpariert, aber hat dann wieder den Galopp gefunden und dann war ich trotzdem ganz zufrieden damit. Und wie läuft's, Hella? Oh, ich finde das irgendwie so schwer, ihn da passend hinzureiten. Ich reite ja richtig oft mit Halsring, jede Woche eigentlich. Und das ist ja auch total hoch, also ich meine, da muss man erstmal rüberkommen. Zu normalen Sprüngen mit Trense komme ich wirklich passend hin. Ja, genau. Aber diese Stangen am Boden, das ist schwerer, als man denkt. Mhm. Und vor allen Dingen, ich kann das irgendwie gar nicht gut einschätzen. Und dann ist er manchmal natürlich ein bisschen schneller. Und dann denke ich mir so, wie soll ich ihn so schnell zurückholen? Aber das ist echt, glaube ich, eine richtig gute Übung. Okay, dann gebe ich dir jetzt mal einen Parcours vor und dann machst du den mal. Mal gucken, wie du das hinbekommst. Okay. Ich habe mir jetzt was überlegt, Hella. Du fängst an mit dem Gelben von dieser Seite, nimmst die beiden mit, reitest dann hier rum. Nimmst den Blauen mit, reitest dann darum, machst nochmal den Gelben von der anderen Hand und dann den Deutschlandsprung da vorne. Aber wie soll ich den Deutschland machen? Von welcher Hand? Von hier. Du reitest ja am Ende nochmal über den Gelben und machst dann den Deutschland. Weißt du es noch? Gelb, hier, dann den Ochser da vorne. Ochser. Blau, dann nochmal Gelb, egal von welcher Seite, und dann den Deutschlandsprung. Okay. Sprung vor allen Dingen. Mal sehen, ob das klappt. Du hast vergessen zu grüßen, Hella. Ja. Machen wir mal einen Galopp. Ah, okay. Und hier sehen wir heute Hella Gabbard auf Gollum. Oder Golum, wie man auch immer das ausspricht. Oh, da haben wir den ersten Fehler gesehen. Das war nicht so geplant. Gut, was macht das? Okay, ja. Mhm. Da verliert sie sehr viel Zeit in der Kurve da hinten. Okay, schafft sie die Kurve hier? Ja, sehr gut. Und der letzte Sprung und... Oh, das... Aber das hat gut geklappt. Naja, ich habe einen Live-Kommentar abgegeben. Du machst das jetzt nochmal und dann reitest du den Gelben von hier an, machst dann eine kleine Kurve und reitest dann auf den Deutschlandsprung zu. Ding, ding, ding. Sehr gut. Und hier sehen wir zum zweiten Mal Hella Sophia Gabbard auf Golum. Das hat diesmal sehr gut geklappt. Hä, du musst über die beiden Sprünge darüber. Ja. Nochmal von vorne. Oder Nein. Du hast ganz viel Zeit verloren jetzt. Also die Platzierung ist damit hinüber. So viel Zeit, wie sie verloren hat in der Kurve jetzt. Aber die Sprünge sehen gut aus. Keine Abzüge da. Das sah sehr, sehr gut aus. Jetzt den blauen Sprung, die enge Kurve. Oh, da wäre das Pferd fast gestolpert. Und den gelben Sprung wieder verpasst. Also heute mit einer... Ja, das ist total schwierig, aber die Zeit zählt halt auch und da können wir Hella Gabbard heute abschreiben. Ich weiß nicht, versucht sie es hier nochmal, gibt sie nochmal alles und nimmt die Kurve hier? Nee, das war's. Das war's heute. Applaus bitte, vielen Dank. Danke, Hella Gabbard. Nächster Reiter bitte, die Kuh. Das einzige Tier, was heute hier außerhalb des Pferdesports antreten darf. Vielen Dank. Frau Gabbard, darf ich ein Interview mit Ihnen führen? Wie war's? Nein, denn? Keine Interviews. Bitte äußern Sie sich. Es war extrem schlecht. Nein, ich bin okay zufrieden. Es ist halt einfach was anderes, ob ich normal springe oder mit Halsring. Mit Halsring habe ich ihn natürlich nicht so gut am Kopf und deshalb ist er gestolpert. Daran merkt man mal, ja, was das für einen Unterschied ausmacht, ob ich Zügel in der Hand habe, einfach um dieses Pferd halt bei mir zu halten oder eben nur ein Halsring. Werden Sie dann Ihre Halsringkarriere jetzt an den Nagel hängen? Nein. Es macht mir trotzdem immer noch richtig viel Spaß, mit Halsring zu reiten. Wir werden das auf jeden Fall weiterhin noch beibehalten. Aber ich muss sagen, dieses 1 cm Springen jetzt... Das ist schon sehr herausfordernd, ne? War eine sehr große Herausforderung. Vielen Dank für das Interview. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Richtiges Turnierfeeling gerade, ey. Ja, ich möchte wieder aufs Turnier. Einzelne Sprünge gehen natürlich immer. Wenn ich dann eine Stange davor habe, dann kommt man da so passend drüber. Aber so ein ganzer Parcours ist nochmal was anderes. Und da muss man sich wirklich krass auf seinen Körper irgendwie verlassen. Heute war er irgendwie allgemein ziemlich
flott und wild. Und deshalb hat nicht alles so perfekt geklappt. Trotzdem wollen wir dann jetzt noch den kleinen Kugelblitz raus? Ja, machen wir. Okay. Mit dem springen wir auch. Echt? Du kannst den Parcours ja rennen. Okay, mache ich. Und jetzt kommen wir hier noch zur Siegerehrung. Clara Ganse, Sie haben den ersten Platz heute belegt, weil Sie einfach nicht angetreten sind. Und dann haben Sie halt es nicht schlechter gemacht als Hella Gabbert, die heute den zweiten Platz aber belegt hat. Den zweiten, also letzten auch gleichzeitig, aber trotzdem herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Und ja, sie hat gewonnen, weil sie nicht angetreten ist? Ja, dadurch hat sie keinen, du hast ja nur Minuspunkte gesammelt, so viele Fehler, wie du gemacht hast. Ach Mann. Und sie ist bei null geblieben, ja. Und die Pferde, die lieben sich. Lieben sich. Ja. Lieben wir. Ich habe Gollum jetzt weggebracht und mir jetzt den kleinen Mops geholt. Mit dem werden wir ja das gleiche in der Halle machen, aber vorher hatten wir noch ein paar Fotos gemacht und die können wir euch jetzt hier nochmal eben einblenden. Er ist sogar relativ sauber, muss ich sagen, heute. Wow. Und vor allen Dingen dieses Zeichen. Es sieht so wunderschön aus. So edel. Gut, dann lass mal in die Halle gehen, oder? Kleine Planänderung. Wir gehen jetzt doch nicht mehr in die Halle, weil die ist total voll. Und da wollen wir auch nicht so gerne filmen, wenn da ganz viele andere Leute in der Halle sind. Deshalb gehen wir jetzt einfach eine kleine Runde mit Valentine spazieren. Und dann stelle ich die zwei auch noch raus. Auch mal ganz entspannt. Wir machen nicht nur so langweilige Spazieren, sondern wir machen dabei auch gute Übergänge, die ich bei meinem Bodenarbeitskurs gelernt habe, wie zum Beispiel anhalten auf Kommando. Wow! Gut. Sehr gut! Der wird ja noch zum richtig braven Tier. Richtig gut klappt das! Wow! Jetzt nochmal los. Oha, wow. Nur mit Kommandos, nicht schlecht. Also bei dem Bodenarbeitskurs habe ich nämlich diese zwei Lautsignale gelernt. Einmal dieses Schnalzen zum Losgehen und einmal dieses andere Kommando zum Anhalten. Ich zeige es euch einmal. Erstmal was trinken, ne, Valentino? Das Wasser läuft alles aus. Als hätte er kein Wasser. Viel Spaß, Valentino. Tschüssi. Wir sind gestern auch viel Kutsche gefahren, also ist er da eigentlich ausgelastet. Deshalb ist das mal okay, wenn er dann am zweiten Tag nur spazieren geht, nur Bodenarbeit macht, weil die Halle gerade so extrem voll ist, sonst hätte ich ihn ja vielleicht noch longiert. Oh, hier hängt noch das Halfter von Gollum. Ich muss jetzt noch die Heunetze stopfen und die Boxen machen und dann bin ich auch schon fertig. Eigentlich wollte ich das Paddock da hinten abäppeln, aber Leute, nein, wirklich. Meine Beine würden so tief versinken und darauf habe ich echt keine Lust heute. Deshalb lasse ich es jetzt einfach mal so. Ich musste sie die letzten Tage schon immer frierend aus dem Stall retten, ja, weil es so kalt war. Wirklich. So Tom, du kannst mir ja helfen, jetzt eben die Bandagen aufzunehmen. Nee, ich bin der Kameramann. Wenn du mal zu Hause immer alles so sauber machen würdest, wie du es hier machst, jeden Tag räumst du hier auf. Im Haus zu Hause sieht es unordentlich aus. Das stimmt. Aber ich meine, für die Pferde muss es ja auch perfekt sein. Und für mich nicht? Das kannst du selber machen. Mittlerweile sind 2 Jahre vergangen. Hella ist immer noch am Bandagen aufrollen. Oh Mann, ey. Es dauert halt auch immer lange, ne? So, machen wir jetzt wieder was mit Gollum. Ich stell den jetzt aufs Paddock drauf. Ach so, ich dachte, du willst nochmal bei dem Turnier antreten, bei dem du letztes Mal so verkackt hast. Hallo, ich bin Zweiter geworden. Ja. Ich decke ihn jetzt eben noch um, weil ich hatte noch eine Abschlussdecke drauf. Jetzt ist er auch wieder trocken geworden. Und welche Decke kommt jetzt drauf? Jetzt kommt seine Winterdecke drauf. Wenn wir mal so viele Decken zu Hause haben, wirklich, das ist, gibt's nicht. Wir haben eine! Ja, das ist doch nicht normal, oder? Nicht jeder verwöhnt sein Pferd so, oder? Doch. So, jetzt geht's ab nach draußen. Was ist das eigentlich für ein Riesensack? Wie viel passt da rein? Ich glaube 10 Kilo. 10 Kilo. Wie viel fressen die denn? Wie lange hat er was davon? In der ganzen Nacht auf. In einer Nacht? Ja, also so ein bisschen ist dann immer noch über. Jeden Tag stopfst du so einen ganzen Sack? Ja. Ach du Heiliger. Und ich habe mal nachgefragt, Gollum braucht minimal 11 Kilo Heu am Tag. Der ist 1,60 groß, 11 Kilo Heu. Das ist echt viel. Aber er kriegt damit ja jetzt nur 10. Ja, aber er kriegt ja auch noch eine Portion hier vom Stall und dann kriegt er ja auch im Paddock noch ganz viel Heu. Okay. Also der Bedarf ist auf jeden Fall 100%ig abgedeckt. Das hält gefühlt nur für die Nacht bei ihm. Was ist das für ein schönes Leben? Einfach die ganze Zeit nur fressen. Vor allen Dingen auch nicht dick zu werden dabei. Ja? Ich würde ja aufgehen wie ein Hefeklos, aber von Heu werden die ja nicht dick. Was machst du dann danach noch, wenn ich gleich wegfahre? Da mache ich nur noch die Boxen und dann bin ich auch fertig. Es ist jetzt 16:30 Uhr, das heißt 3 Stunden.
Und du misst es ja gleich noch eine halbe Stunde aus. Dann sind es 3,5 Stunden, die du heute gebraucht hast. Und wir waren ja nur spazieren mit Valentino. Eigentlich, wenn ich Kutsche fahre, dauert das dann auch nochmal 1,5 Stunden. Oh Mann, ey. So, hast du jetzt alles fertig gestopft? Noch nicht. Ich will jetzt aber nach Hause. Ich friere mir meine Finger hier ab. Dann verabschiede ich euch jetzt schon mal. Also, das Video war mir mal wieder ein sehr großer Spaß. Auch mit Gollum diesen Parcours zu bestreiten. Es war ja super, einfach mal wieder. Und ich konnte mal erfahren, was du einfach den ganzen Tag wirklich im Stall machst, wenn wir nicht gerade Challenges drehen. Weil ich sitze immer zu Hause und denke mir, wieso ist sie jetzt schon wieder 4 Stunden weg? Und jetzt verstehe ich mal, was für unnötiges Zeug du immer hier machst. Das ist alles notwendig. Wofür? Stell dir mal vor, ich würde die Heuhälse nicht stoppen. Ja, das ist notwendig, aber das hat ja auch nur 5 Minuten gedauert. Stell dir mal vor, ich würde nicht bandagieren und nicht richtig bandagieren, das wäre ganz schlimm. Ne? Ja, aber bandagieren mache ich jetzt auch nicht jeden Tag. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder und bis dahin natürlich gesund bleiben und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Bei 500.000 Abonnenten wird Tom mir ein Pferd kaufen. Oh mein Gott. Das wird einfach das total. Das wird halt nicht passieren. Ich werde jetzt in jedem Video euch darauf hinweisen, dass ihr abonnieren müsst, damit dieser Wunsch erfüllt wird. Ach. Und ich meine, da du muss ich sollst jetzt schon echt anfangen zu sparen. Aber jetzt gehe ich erstmal nach Hause, weil meine Füße frieren ab. Tschüss.